Wo bleibt denn mein Brief? Luna, die wieder auf etwas wartet. Aber so ähnlich ging es mir ja auch. Ich hab ja auch gewartet. Wobei, jetzt warte ich auch gerade. Es hapert echt nur wieder in einem Scheiß-Highlight. Aber Luna, eine kurze Frage. Wie schlimm ist diese Innie? Ich muss gleich aber aufstehen. Da kann ich auch gleich machen. Ist okay. Nur bin ich in Stimmung für ihn nicht laufen, ich weiß. Ah, okay. Ja gut, das kann ich wirklich nachvollziehen. Wobei ich es auch hätte nachvollziehen können, wenn sie scheiße wäre, die Inni. Ah! Ich bin dabei weg. Ich habe ja noch mein Essen von vorhin. Oho. Es ist jetzt tatsächlich wieder ungewohnt, als Bade in den Indie zu sein. Es ist echt ungewohnt. Ich habe mich so an den Heiler gerade gewöhnt gehabt. Nonne. Ich könnte mir vorstellen, dass sie in ihrer relativ lang dauert. Ach du gute Nonne. Manni, das mürrische Mammut.
Es geht, oh je. Das sind so circa 30 Minuten. Ah, okay. Ja gut, 30 Minuten gehen ja. Ja, hätte ja sein können, dass es viel länger dauert. Warum habe ich das hier eigentlich nicht mehr drin? Ja, irgendwie komisch, glaube ich, dass das so scheiße ist, wenn ich es sehe. Okay. Aber ich weiß gar nicht. Ich bin nicht überhaupt schon im Bereich des Möglichen, dass wieder längere Indies kommen. Ich meine, so weit bin ich ja, glaube ich, noch nicht bei der Story von Heron Sword. Ich glaube, ich habe noch nicht mal die Hälfte von der Hälfte geschafft. Nur nicht, nein. Aber Glückwunsch, dass der Brief da ist. Ich denke, ja, so ähnliche Längen wie zum Beispiel Castrum. Meine ich. Ich weiß gar nicht, wie weit wir jetzt auseinander sind. Ich gehe ja nur darauf, dass ich ein Schwierigkeit. Was? Cool. So, ich hier noch rum. Wir müssen auf jeden Fall weiter. Ja, glaube ich auch. Aber gut, du bist ja nicht an die Streams gebunden. Ich kann die Hauptstory ja tatsächlich nur dann spielen, wenn ich auch streame. Jetzt ist ja einmal definitiv ausgefallen und einmal habe ich verschoben. Das heute ist ja quasi der nachgeholte Stream von gestern. Sozusagen. Ich möchte halt heute schon noch einiges in Apple schaffen. Warte mal. Hoch gesagt. Also Luna weiß das bestimmt. Luna ist, was Quests angeht, eigentlich immer relativ gut informiert.
sag ich mal. Aber Freunde in Not ist, glaube ich, gar nicht so weit von mir weg. Weil meine, da kann ich mich sogar noch vage erinnern. War, glaube ich, sogar die Quest, als ich heute angefangen habe. Zumindest habe ich die da zu Ende gebracht. Hier los. Was mein Klimagerät gleich nachführen? Oh je. Yeah. Und dann macht das. Okay. Hm? Ich brauche hier gar nicht reingucken. Ich finde so nichts für mich. Ein bisschen Wasser rein. Duft hatte nur gefragt, ob du weißt, erst bei Freunden in der Not bei der Quest, wie weit das ungefähr von mir weg ist. Ich meine, dass es gar nicht mal so weit ist. Das ist mir schon nah. Warte. Kann ich dir gleich sagen. Nee, ich hatte es gerade gar nicht angenommen. Oh. Kann ich dir danach sagen? Dauert nicht mehr lange. Das hoffe ich, dass es nicht mehr lange dauert. nee, das ist jetzt nur für die Windätherquellen, damit ich bald fliegen kann. Also das hier ist jetzt eine Nebenquest, aber um das mit den Windätherquellen zu starten, brauchst du die Hauptquest. Also die, ja, das mit den Windätherquellen startet quasi in der Hauptquest und endet in unzähligen Nebenquests. Thank you.
Na, was kommt jetzt? Wie groß, dick oder fett wird's? Oh. 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 Oh nee, ich will nicht gegen Greifen kämpfen. Greifen sind toll. Oh. Da bleibt aber auch nichts erspart. Jeder. Oh. Ja, toll. Da konnte ich jetzt gerade nicht machen. Geschafft. Ja. Kann ich gleich machen. Wegmachen. Oh. Juhu. Also Hauptquest wäre dann Phineas Vollstrecker. So. Wie kam ich nochmal zu dir nach Hause? Da, ne? Seine Unterkunft teleportieren, oder? Ich, die immer noch keine Ahnung hat, wie das Ganze funktioniert. Also, okay.
Dann zu persönlich? Wohnung? Persönlich? Persönlich Wohnung? Persönlich, ne? 5 Quest-Differenz. Ja, das geht doch. Das durfte ja gut aufgeholt. Gar nicht so viel, nee. In der Tat nicht. Dann siehst du, was ich mir gekauft habe. Oh je. Nicht dein Ernst, oder? Oh Mann. Oh Mann. Wird das ein Poolstream? Ja, das da wird ein Poolstream. Ja, doch. Oh, ich will auch ein Haus haben. Ich weiß, Geld und Zeit und Zeit und Geld und... Ja, ich weiß. Die Wahrscheinlichkeiten, an ein Haus zu kommen, liegen bei null. Ich weiß. Oh, ich finde das immer noch so schön. So, Luna Pool Stream. Schildkröte, das süß. Ein Planschbecken ist ein kleiner Ton. Was ist das? Ah! Ja, stimmt! Stimmt! Ja! Oh! Tension! So, jetzt habe ich Bock weiter zu gucken. Danke, Luna. Mach ich dann morgen während der Fahrt. Kriegt Frischus erstmal zu viel, wenn ich während der Fahrt Animes gucke. Der kann das, der mag Animes ja überhaupt nicht. Man kann damit ja überhaupt nichts anfangen. Ja, ich weiß tatsächlich noch nicht, wo es hingeht. Aber Frischus und ich haben doch morgen 6-Jähriges. Da haben wir unseren Tutteltag. Und ja. Mega Man, stimmt, das kann ich gucken. Oh je, Frischus ist jetzt schon am Verzweifeln. Weiß gar nicht, ob Frischus jetzt sogar bis 0 Uhr wach bleiben möchte. Also ich werde es bestimmt schaffen. Aber ja. Aber ist unglaublich, wir sind schon seit 6. Fast seit 6 Jahren zusammen. Unglaublich, ey. So lange hält der Kerl mit mir aus. Ich werd's auch schaffen, dank Wetter. Glaub nicht. Wenn du ins Bett gehst, musst du mir unbedingt Bescheid sagen. Dann kann ich dir wenigstens noch gute Nacht sagen. Also bei uns ist bisher noch gar nichts. Warte mal. Ich kann mal ganz kurz nachgucken.
Der rennt eh nur blöd da. Gefühlte Temperatur 25. Immer noch warm. Das Gute ist, morgen wird wenigstens nur 28, 29 Grad werden. Aber Gewitter ist zumindest laut meiner Handy-App erst am Montag angesagt. Morgen nur Regen. Weil ich denke mal, morgen wird es auch schon gewittern. Je nachdem, wo wir hinfahren. So. Oh! Ja, dann machen wir doch mal die Quest weiter, ne? So. Ach ja, ich muss mich ja nach da hinten teleportieren. Ja, nett. Warte. Luna kann froh sein, dass der Mega Flair nicht ihr komplettes Haus zerstört. Oh, das Lightning Outfit. Das Lightning Outfit. Oh Gott, ich will's haben. Ich habe es im Shop schon gesehen. Ich will es haben. 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 Ja, mein Mega Flair Schutzsystem. Das ist gut. Oh Gott, ich will es haben. Oh. Ich stalke schon wieder. Weißt du? Mich kann man echt bald als Stalker abstempeln. Ich komme so nicht voran. Ich weiß es. Ja. Gott, ist das sogar die Frisur von... Oh Gott. Ich will das haben. Ich will das haben. Okay, ich bin weg. Sonst wird das hier nicht mehr. So. Einmal vor Trauer geplatzt. So. Jo. Und jetzt einmal weg hier. Das war falsch. Warte, egal. Ich habe mich zwar einmal falsch teleportiert, aber passt schon. Jetzt, weil es so schön ist. Westliches war es, oder? Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich habe mich zu spät bewegt, sagen wir es so. Ich habe mich zu spät bewegt. Die hätten da ruhig einen Teleport noch weiter hinten inpacken können. So, zumindest in die Mitte. Irgendwo dahin. Es gibt den Film auf Deutsch auf Amazon. Für 4 Euro irgendwas. Den Film kann ich sogar über die Seite, wo ich den Anime gucke. Guck ja über Anime On Demand. Und da gibt es auch den Film. Ich habe ein 3-Monats-Abo abgeschlossen.
Ich kann auch bis Juli gucken. Ich bin aber, glaube ich, bei der Hälfte. Doch, bei der Hälfte der zweiten Staffel ungefähr. Ich möchte nur nicht, dass es ändert. Ich bin jetzt schon traurig. Aber Luna, du kannst mir dann auf jeden Fall noch weitere Anime-Empfehlungen geben. Ich bin immer so unschlüssig bei Animes. Vor allem, ich suche ja immer so. Also von diesen ganzen Fantasy, Vampir und was weiß ich, Animes, habe ich so viele Sachen, die ich gerne gucke, die ich auf der Liste habe. Aber zum Beispiel, die Sachen, die so in der Schule spielen oder sowas, davon gibt's, finde ich halt nie gute Sachen. Nie. Diese ganz normalen, coolen Mädchen. Romanzen, Tarn, Dingen, Sachen. Was wir. Ne, das, was wir da jetzt gerade gucken. Sowas finde ich nie. Ich bin da immer zu blöd für. Death Note habe ich schon geguckt. Ich glaube, da fehlt. Na, viel fehlt mir nicht mehr. Bei Death Note hatte ich auch geguckt. Ich weiß gar nicht, also. So allerletzt, der mich wirklich richtig gefesselt hatte, war Seraphs of the End, glaube ich, hieß das. Davon habe ich mir den ersten Band als Manga bestellt gehabt jetzt. Und die Serie, die hat mich so gefesselt, die hatte ich auf Netflix, also einfach nur so aus Larifari quasi angemacht, weil ich dachte, ach komm, das kann eh nichts sein. Erste Folge war auch erst so, okay. Und desto weiter ich geguckt habe, ich habe die Serie innerhalb einer Nacht, ich konnte nicht pennen und habe mir dann halt die Serie da angemacht. Ich habe sie durchgesuchtet. Ich wollte nicht pennen gehen. Ich habe sie dann noch ein zweites Mal geguckt. Am nächsten Abend. Ich habe zwei Nächte lang nicht gepennt. Running in the Franks angefangen. Kann es nicht weiter schauen, weil irgendwie irgendwas da drin meine Transsexualität so triggert, dass ich beim Schauen traurig werde. Wie gesagt, ich bin gerade auf der Suche nach neuen Animes. Ich habe eine komplette Seite, wo ich Animes gucken kann, wo es über 1000, wirklich über 1000 Animes gibt. Gut, viele sind mit Untertiteln, aber und ich finde nichts. Ich finde einfach nichts. Ich gucke immer wieder das Gleiche. Ich gucke immer die gleichen Animes. Aber irgendwie die ganz neue Sand. Die finde ich einfach nicht. Okay, Projects. Ist nur eine Empfehlung von mir. Okay, schreibe ich mir auf jeden Fall mal auf. So, gib mir meine Windätherquelle. Ja, jetzt fehlen mir nur noch zwei. Zwei Windätherquellen fehlen mir noch, glaube ich. Nee, das war es nicht da unten. Warte mal, das packe ich mir einfach mal hier mit rein. Brauche ich ja eh ständig. Ja, zwei Dinger fehlen mir noch. Ah, den Namen Sneeko, natürlich habe ich den geschaut. Oh je. Ja, natürlich. Was für eine Frage. Oh Gott. Dachchen. Ach da. Was willst du von mir? Eine Heretiker habe ich noch nie getroffen, aber eventuell weiß ich, wie man es kann. Ist das so? Dann sag es uns. Wir sind für jeden Hinweis dankbar. Komm bloß nicht auf die Idee, ich hätte Fahnenflucht im Sinn oder so. Ist das klar? Ich bin rundum zufrieden. Hab schon über Jentlots altem Herrn in der Truppe gedient. Hier war man immer gut zu mir. Kann mich wirklich nicht beklagen. Aber es gibt auch ein paar, die nicht ganz freiwillig hier sind.
arme Schlucker, die man zum Kampf gegen die Drachen verdonnert hat. Denen stinkt der gefährliche Job gewaltig. Man hört sie ständig maulen. Ein gefundenes Fressen für die Heretiker, die versuchen, sie abzuwerben. Versprechen ihnen Freiheit und Gold und so. Durchaus mit Erfolg, wie es scheint. Eisets Trupp ist in letzter Zeit merklich gewachsen. Also, ich habe das von ein paar Überläufern gehört. Wer sich den Heretikern anschließen will, soll im westlichen Hochland violetten Rauch aufsteigen lassen. Ein Rauchsignal? Warum nicht? Wenn sich die feigen Ketzer von alleine nicht zeigen, dann rufen wir sie eben. Juhu. Bei dir gibt's auch eine Windätherquelle. Ja, damit. Dann brauchen wir ja nur noch eine. Und lass mich raten, die kriegen wir erst, wenn wir das ganze Ding hier durch haben auf diesen Flecken hier. Extrahiert und heißt es. Oh. Also ich bin tatsächlich recht glücklich hier unten. Mir graut schon davor hochzugehen nachher. Aber vielleicht ist es bis dahin ja etwas kühler. Nur noch drei. Was? Und dann? Oh Gott, habe ich mich erschreckt. Kippo! Hui. Alles gut, Mira! Alles gut! Ich freue mich, dass Kupo gespielt wird. Das kam bisher nicht so gut. Also, kam nicht so gut. Kam nicht so oft, meine ich. Dann fehlen mir nur noch die WS und Mentor. sehr geil. Ja! Da gibt's die Lenk. In Ätherquelle. ja, das mache ich heute auf jeden Fall noch. Da geht kein Weg dran vorbei, ey. Kann ich zumindest auf der Map fliegen. Könnte ich ja das richtig gemacht haben. Oder nicht noch mehr irgendjemand irgendwo irgendwas zwischengrätscht. Das kann das Spiel gut. Wird schon grätschen. Jetzt ist das Spiel echt gut dran. Schlafsand. Ja. Das brauche ich. Das hätten wir auch.
Okay, und wie komme ich da jetzt rein? Ja, wir rasen. Ich muss auf den Berg rauf. Yes. Mein Schokobo kann nicht hoch genug springen. Ich wollte gerade sagen. Bin ich froh, dass ich das mit diesen Ätherquellen schon vorher gemacht hatte. Weil ich mir ein bisschen Arbeit mit erspart. Ihr also. Das hatte ich mir doch gedacht. Den unfreundlichen Empfang, den meine Gefolgschaft euch bereitet hat, bitte ich zu entschuldigen. Die wenigsten kommen mit friedlichen Absichten zu uns. Doch werdet ihr nun so gütig, mir zu verraten, was ihr von mir wollt? Wir wollen die Drachen überreden, Gnade walten zu lassen. Ihr wollt die Drachen auf diplomatischem Wege davon überzeugen, von Ishgard abzulassen? Ein kühner Plan. Wüsstet ihr den wahren Grund für unsere Feindschaft, dann wäre euch klar, dass dieser Versuch zum Scheitern verurteilt ist. Soll ich ihn euch verraten? Euch die traurige Geschichte offenbaren, die meine Gabe mir eröffnet hat? Es begab sich vor etwa 1200 Jahren, dass eine Gruppe von Elesen sich in Kyrtas niederließ. Doch das Land war bereits von den Drachen bewohnt. Anfangs waren die Zusammenstöße zahlreich und blutig. Die Fehde drohte anzudauern, bis... Schaffen. Da war ich so schnell. Bei ihren Vermittlungsversuchen merkte Shiva, wie intelligent und vernünftig die Drachen doch waren. Besonders einer der Hohen, der Drache Reswelge, verzauberte sie so sehr, dass sie Zuneigung zu ihrem einstigen Feind entwickelte. In den Augen eines nahezu unsterblichen Drachen jedoch erscheint das flüchtige Leben einer Elesin wie das einer frisch gepflückten Rose. Kaum ist die Knospe erblüht, da fangen die Blätter schon zu welken an. Reswelges Herz war erfüllt von Trauer. Des nahenden Todes seiner geliebten Shiva, in der er eine unerwartete Seelenverwandte gefunden hatte. Um ihren unausweichlichen Abschied zu verhindern, bat Shiva den Drachen, sie zu verschlingen, um ihre Seelen für immer zu vereinen. Nur noch 31 Grad im Haus. Oh, schön. Als Reswelge ihrem innigen Flehen nachgab, verbreitete sich die Kunde von der tragischen Liebe wie ein Lauffeuer unter beiden Kriegsparteien. Ergriffen von der aufopferungsvollen Hingabe des ungleichen Paares, sanken Schwerter und Klauen zu Boden. Frieden kehrte in Kyrtas ein. Gemeinsam errichteten Drachen und Elesin eine neue Zivilisation, die allerorts Zeugnisse ihres Glanzes hinterließ. 200 Jahre währte die glückliche Zeit. Doch nach und nach schlich sich Machtgier in die Herzen der Elesin. Die unbändige Lebenskraft eines Drachen ruht in seinen Augen. So kam es, dass einige Ritter ihre ehemaligen Verbündeten verrieten und sich gewaltsam nahmen, wonach es sie dürstete. Also nichts anderes als sonst auch.
Nidhogg ist einer der Hohen, die unserer Machtgier zum Opfer fielen. Er büßte eines seiner Augen ein. Und bis er es den Nachfahren der Diebe wieder entrissen hat, wird kein noch so freundschaftlicher Annäherungsversuch ihn zur Einkehr bewegen. An welche Variante der Geschichte du glaubst, ist mir egal. Aber was das Auge betrifft, irrst du gewaltig. Sorry, so traurig. Ja, ich merke das schon. Es stimmt zwar, dass Nidhogg bisher danach trachtete, das Auge wiederzuerlangen. Genau deshalb brachte ich es ja aus der Stadt und durchquerte die Lande in der Hoffnung, ihn von Ishgard wegzulocken. Das Traurigste für mich. Echt? Ich liebe Drachen. Bei den Göttern. Ein Auge. Bislang hatte ich mich nicht auf den Schein drumherum. Doch nun hat Nidhogg Ishgard ins Visier genommen, obwohl er genau weiß, dass das Auge dort nicht ist. Du denkst also, er hat andere Gründe? Allerdings. Ich fürchte, mit Vernunft ist ihm nicht mehr beizukommen. Das Drachenauge verrät mir, was er fühlt. Blut allein wird seinen Rachedurst stillen. Der Song ist auf jeden Fall wunderschön. Muss ich mir auch wieder auf meine Liste packen. Auf meine unendlich lange. Wenn Gespräche mit Nidhogg zum Scheitern verurteilt sind, dann sollten wir unser Glück vielleicht bei Reeswelge versuchen. Katzen. Bislang zumindest hat er keine Anstalten gemacht, den Krieg gegen Ishgard zu unterstützen. Vielleicht ist auch ihm an einer friedlichen Lösung gelegen. Also gut. Wenn wir die Kämpfe auf diese Weise beenden können, will ich euch gerne zu ihm geleiten. Unser Weg wird uns mitten ins Herz von Dravania führen. Wir werden die schwindelerregenden Höhen von Som'al erklimmen müssen. Okay. Na ja, wir nun wieder. Ist alles in Ordnung mit dir? Mhm. Ich habe noch mal 5 Minuten. Das ständige Kämpfen muss wahrlich kräftezehrend sein. Folge uns, wenn du bereit zum Aufbruch bist. Dravania liegt jenseits der westlichen Gipfel. Ah, mein Drachi. Meinen Griff, um dein Licht zu lockern, auch wenn es nur ein kleines bisschen ist. Hallo, Drachen. Hallo. Hallo, diese Beinchen. Dein eiserner Wille verleiht dir außergewöhnliche Stärke. Doch wird sie ausreichen. Weißt du? Üble Stimme. Mächtiger Drache. Wie nenne ich ihn? Drachi. Wer ist es? Den ein Stofftier. Den als Stofftier und dann die ganzen jemanden knüdeln. Ich liebe Drachen. Drachen sind toll. Ja, abschließen. Oh, gib mir die Jägerquelle. Es sieht in einem Fälschungsverwirkungswert. Der Vater aller Drachen und allgemein einfach auf ihn. Wir nennen sie ihn Drachi. Ja. Genau. So, nicht anders. Gebündelt. So, kann ich jetzt hier fliegen?
Ja, nein, vielleicht. Ja, ich kann hier fliegen. Oh Gott sei Dank, ich kann jetzt hier fliegen. Weißt du, ich muss hier nie wieder hin, aber ich kann jetzt hier fliegen. Oh Gott. Ah. Aha. Ah. Auch haben will, ja, ne? Ey, das zehrt so an einem, wenn man nicht fliegen kann. Da ist meine dicke Katze, mit dir muss ich jetzt fliegen. Komm her. Ja. Ja, Luna? Oh. Ich kann endlich fliegen, ey. Hat ja gedauert hier. Kann damit eh nichts anfangen. Nimm dann einfach das für andere Klassen. Bye-bye. Au revoir. Doch da muss ich... Ja gut, da könnt ihr mich jetzt auch hin teleportieren. Aber ich fliege. Das braucht deine Meinung. Okay, warte. Geh eh gleich nochmal ganz kurz aufs Klo. Was ist das denn? Mal hier hin. Immer so schlimm, wenn man das mal raustappen muss. Sieht gut aus. Das Bett hat was. Ja, auch so tolle Bäder machen können. So, ich bin dann noch mal ganz kurz oben. Einmal ganz kurz pinkeln. Ihm fliegt jetzt auch das allererste Mal wieder. Und dann machen wir gleich noch mal ein bisschen Hauptstory weiter. Würde ich sagen. Oder gucken, was ich hier sonst noch... Warte mal. Ich habe hier allgemein noch einiges an blauen Sachen. Kann ich irgendwann auch mal so gucken, was man hier noch so machen kann. Oh Gott, ja, Ramu wartet auch noch auf mich. Oder mache ich. Ich kann das auch alles privat machen, eigentlich. Mal gucken. Das entscheiden wir spontan. Und wenn wir beide Zeit haben, bringe ich dir den Fotomodus bei. Ja, unbedingt.